Jetzt bin ich gespannt. Pizza Chaos. Okay, Brokkoli, Salat, Knoblauch, Salami. Was? Was? Nicht euer Ernst. Erdbeeren. Okay, 12 Teile. Okay, nun los, alle. Ihnen zeigen Sie, was Sie können. Okay. Also, erst war da Steinpilz. Das weiß ich noch. Salat. Spargel war, glaube ich, so. Und was war das andere noch? Ich meine Karotte. Ich meine Karotte war so, ne? Dann war Salami, das habe ich mir gemerkt. Und Knoblauch, meine ich. So, und dann verließen sie ihn. Was war denn das noch? Ich meine Zitrone, hätte ich gesehen. Hier unten. War es Himbeere? War es Himbeere oder Erdbeere? Oder beides? Ich meine beides. Ich meine Erdbeere war hier oben, ne? So, und dann noch drei. Drei, sechs, neun. Es waren 12 Sachen. Porree war dabei. Porree war, glaube ich. Hier, da. Ich weiß, ich lege es einfach mal da hin. Blumenkohlmais, das war nicht dabei. Diese Spargel, nee. Weiß ich nicht. Salbei, Ingwer, Petersilie. Ich meine, Petersilie war das dabei, ne? Oder? War es Petersilie? Petersilie? Ingwer? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir. Die Radieschen. Radieschen war es. Ich glaube, das war hier. Und noch irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt noch. Blumenkohl. Brokkoli. Brokkoli war es. Okay. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber. Ja. Puh, gar nicht schlecht. Okay. Boah, mein Gehirn. Oh Gott, war das schwer. Das war jetzt wirklich schwer. Gucken wir mal. Ah, es hat irgendwas nicht ganz gestimmt, aber ich weiß jetzt nicht mehr was, keine Ahnung. So 94%, geil, 159. Dann gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Komm schon. Ja, 1001 Pizza gewinnt. Oh, ein Glück. Boah, das war eine heftige Pizza. Die war heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, 1.4. Und wir haben nur 3000 Mark. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Ja, was macht man denn da? Bei 3000 Mark sind wir jetzt wirklich am Ende. Hoffentlich können wir uns noch ein paar Zutaten leisten. Ansonsten müssten wir uns Geld leihen. Ach nee, hier. 52.000. Mein Gott. Habe ich schon gewundert, wo die ganze Kohle hin ist. Oh wei. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, dann beenden wir mal den Tag und warten mal ab, was unsere Manager machen. 1.176 Bestellungen bei Pizza Nummer 1, 10.500. Bei Pizza Nummer 2, Bestellungen 523. Die Vorräte reichen nicht aus. Super. Nachfragewert 4.600. Ich hoffe, dass ich das die nächsten Tage hinkriege. Beziehungsweise, dass der Manager mal loslegt. 500 Bestellungen, das heißt, wir müssen ein bisschen nacharbeiten, glaube ich. So. Das sieht doch ganz gut aus. Gucken wir nach der Kapazität. So. Nachfrage ist hier schon deutlich drüber. Wir brauchen auf jeden Fall Köche und wir brauchen auch noch Ofen. Marktanteil 36, Popularität 27, super. So, wir brauchen noch einen Ofen. Elektroofen würde ich sagen. Einen. So, Qualität, Backzeit 8 Minuten. Ach, ich nehme mal zwei, komm. Was soll der Geiz?
zwei Stück. Machen die auf ganz dicke Hose. So. Denn ich will hier auf jeden Fall den Laden auch auslasten. Und dann brauchen wir noch Personal. Den Laden, den rocken wir jetzt hier. Kapazität sollten wir auf 1000 erhöhen. So, ich nehme mal die Anneliese Anstand. Bewerbung. Nachdem ich 25 Jahre lang die Kochkurse des Mädcheninternats Jungfernbau erfolgreich und zur Freude aller Gouvernanten geleitet habe, fühle ich mich nun zu etwas anderem berufen. Ich möchte meine Kochkünste gerne Ihrer Pizzeria zur Verfügung stellen. Oh, das war sehr anständig von Ihnen, Frau Anneliese Anstand. So, wollen Sie Anneliese Anstand in Ihrem Restaurant als Köchin einstellen? Ja, das möchte ich. Und wir geben ihr vielleicht nochmal eine kleine Gehaltserhöhung. Ein bisschen Gehaltserhöhung kann nicht schaden. Zahlen wir mal 510. So, dann hätten wir eine Kapazität von 700. Das ist schon mal ganz gut. So, weiter geht's. Kalle Knallerbse. Nur wenn es unbedingt sein muss. Lars Langfinger, Marianne Müßig. So. Also Zuverlässigkeit und Gesundheit, das sind zwei wichtige Werte. So, hier im Moment halt, stopp. Brunhilde Bierschläger. Die nehme ich auch. Bewerbung schreiben. Die Falten sind da, die Kinder sind aus dem Haus und mein Mann sitzt im Unterhemd vor dem Fernseher. Meine Hausfrauenpflichten befriedigen mich einfach nicht mehr. Können Sie nicht eine gute Kraft in der Küche gebrauchen? Ja, okay. Sehr gerne. Wollen Sie Brunhilde Bierschläger in diesem Restaurant als Köchin einstellen? Ja. So, dann hätten wir das. Ja, knapp 1000 haben wir jetzt. Das ist okay. So, komm, wir zahlen hier mal 600. Da zahlen wir auch 600. Dass es hier mal ein bisschen hoch geht. So. Und den Besten hier, oder der Besten, Bruni Bruse. Hallo. Nicht wegen anderer Leistungen. Nein, nein, einfach nur wegen der Kochleistung. Zahlen wir hier 800. Dann hätten wir 1000 Kapazität und dann brauchen wir noch natürlich noch Kellner. Ich hoffe, dass wir da einige gute finden. Ludwig Lücke. Nee, ganz bestimmt nicht. So, Lydia Locke, das wäre vielleicht auch noch was. Und Bodo Brülski. Ah, gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch jemanden besseren. Frieda Fröhlich, Paul Puffer. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, Kai Knopf ist mir noch immer zu jung. So, Jonathan Jause auch vielleicht. Eine Möglichkeit, Bertram Bertel. Das ist, glaube ich, der letzte jetzt hier, ne? In der Anzeige. Ne, es geht noch weiter. Grimhilde Knochen. Guck mal, die war doch eigentlich gar nicht schlecht. Ich gehe nochmal zurück. 134 servieren, Zuverlässigkeit. Naja. Grimhilde Knochen. Wir gucken uns mal die Bewerbung an. Bewerbungsschreiben. Hallo, alles Banane. Hab früher mal im Obstladen gearbeitet, da war mir aber das viele Stehen zu langweilig. Ich glaube, Kellner wäre mein Ding. Immer durch die Gegend flitzen mit vielen Tellern und so. Oh wei. Ja, ich würde sagen, wir haben keine andere Chance. Wir müssen Grimhilde Knochen einstellen. Ich glaube, die ist aber sehr gut, wenn man sie motiviert. Ich gucke einfach mal. So 134 bei 270 Mark. Ich bin mal gespannt, wie wir die Motivation hier hochkriegen. So, 520. Was sagst du denn dazu? Grimhilde. So, ah ja, super. Klasse. Dann machen wir 620 draus und dann ist sie auch schon so stark wie Samuel Samurai. 788. Okay, wir bewegen uns langsam aber sicher zu den 1000 Stück. So, Lilia Locke, Bodo Brülski. Gute Frage. Einen Kellner brauchen wir noch. Christian Kralle. Kai Knopf. Sanja, Bertram Bertel, die sind alle so durchschnittlich. Astrid Ast. Nee. Bitte nicht. So ein Junge, oder?
Günther Gutzeit, auch nicht so wirklich, 86 Pizzen am Tag. Pit Petze, wunderbar, 234 Pizzen, 510, zuverlässig, gesund, das ist doch super. Gucken wir mal die Bewerbung an. Pit Petze, Bewerbungsschreiben. Ich bin gerade Vater geworden. Der kleine Peter ist wirklich ganz herzig. Meine Uschi und ich sind ganz stolz. Wollen Sie mal ein Foto sehen? Der Kleine sieht mir ja so ähnlich. Was ich eigentlich fragen wollte, brauchen Sie einen guten Kellner? Ich will dem Kleinen schließlich etwas bieten und da brauche ich schon ein gutes, geregeltes Einkommen. Ja, wunderbar. Werdender Vater oder seiender Vater. Das ist okay. Dann stellen wir ihn mal ein. Seiender Vater. Auch gut, ja. So, dann geben wir ihm auch ein bisschen Gehalt, damit er die Windel mitzahlen kann. Auch hier. Super, fast der Beste hier, unser Pit Petze. So, unser Ole Olsen macht eigentlich einen doch ganz guten Job. Ich würde sagen, das lassen wir mal so laufen. Für den nächsten Tag würde ich aber gerne noch mal ein bisschen einkaufen. Ich glaube, unser guter Ole, der ist da nicht so fit drin. Hier Ananas zum Beispiel. Hat er gar nicht gekauft. Was ist denn los, Ole? Mensch. Da kaufen wir auf jeden Fall auf einen Tag hoch. So, einmal. Dass wir ein bisschen mehr Kapazität haben. Mozzarella, boah, hat er nicht gekauft. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Manager, wenn das so weitergeht. So. Aber so ein Money, den kann man ja nicht klonen. Ich würde ihn aber gerne klonen, weil der ist echt gut. So. Hier noch ein bisschen Schrimps und Sardelle. Ich hoffe, dass es diesmal ausreicht. Drück die Daumen. So, Pizza-Abrechnung Nummer 1. Tagesabrechnung Pizza Nummer 1. 1037 Bestellungen. 9.314 Nachfragewert. 974 Bestellungen und nur 187. Ey, was ist das für ein Scheiße? Also ernsthaft jetzt. Ausgaben 31.000. Mensch, wir brauchen hier unbedingt Zutaten. Was macht denn dieser Ole? Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht müssen wir uns doch einen anderen Manager holen. Wir gucken jetzt mal. So, wie sieht es denn aus hier? Ja, schon wieder rote Zahlen, mein Freund. So geht's nicht. So geht's nicht. Ole Olsen. So, Motivation, Management, Erfahrung. Also irgendwie, komm. Ich kick den jetzt. Wollen Sie mich wirklich entlassen, Chef? Ja, weg damit. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hole mir jetzt einen anderen Manager. So, Mike Müsli, Zuverlässigkeit 34. Ne, eigentlich nicht. Da wird auch noch ein guter Manager dabei sein. Ne, Ole, du hattest deine Chance. Stefan Sturm, 25 Jahre, intelligent, zuverlässig und gesund. Management geht so. Ich guck mal die Bewerbung an. Hallo und guten Tag. Ich habe gerade mein Studium in der Betriebswirtschaftslehre nach 8 Semestern mit 1 beendet. Meine Energie und Ideen würde ich gerne Ihrem Betrieb zur Verfügung stellen. Ja, sehr gerne, Stefan. Dann hast du jetzt hier deine Chance. Wollen Sie Stefan Sturm in diesem Restaurant als Manager einstellen? Ja. So, dann gucken wir mal. Gibt natürlich auch ein sattes Anfangsgehalt. 1,5. Wunderbar. Motivation geht so. Komm, mach mal 1,6 draus. Einkauf bei Bedarf? Ja. Preise ändern? Nein. Konto beziehen? Nein. Umsatz sinkt? Ruf mich. Umsatz steigt? Mache nichts. Vorratsengpass? Handle selbst, Personalengpass, ruf mich, moderat. Wunderbar, so kann es laufen. Dann kaufe ich noch mal ein bisschen Vorräte ein, um dem so ein bisschen unter die Arme zu greifen. So, Metzgerei Meier. Ich kaufe jetzt einfach mal bis 4 Tage hoch. 4 oder 5. So, dann sollte das eigentlich passen. Denn wir werden natürlich ein bisschen mehr Umsatz machen, denn ich habe vor, noch ein paar Tische zu besorgen. Dass wir hier umsatzmäßig ein bisschen nach oben kommen. Denn wir haben ja teures Personal, also insofern muss das schon laufen. So. Kostet natürlich auch wieder. Aber man muss ja Geld investieren, um Geld
zu verdienen. Wie war das? So. Vier Tage, jawohl. Dann ein bisschen Gemüse. Bei Fast Food International natürlich. Hier jede Menge Tomaten. Marktanteil haben wir schon 67%. Das ist sehr gut. Popularität 18. Könnte ein bisschen besser sein. Könnte aber auch viel, viel schlimmer sein. Insofern bin ich froh, dass es dann doch noch 18 sind. So, ach du Scheiße. Ja, schau dich das an. Ich muss dringend eingekauft werden. So, Oliven. Oh. Paprika. Zucchini. Karotten. Porree. Und Zwiebel natürlich. So, Knoblauch. Ja, Mais. Nicht so ganz so viel. Boah, 1400. 1,8. Na gut, okay. Junge, Junge, Junge. So, Äpfel haben wir gar keine mehr. Gut, dass wir hier einkaufen. Gut, dass wir hier einkaufen. Meine Güte. Ich hoffe nur, dass der jetzige Manager ein bisschen besser ist. Bananen, das ist unsere Smiley-Pizza. Die geht hier auch durch die Decke. So, Ananas, Zitrone. Ja, scheint auch alles unsere Smiley zu sein. Und Kiwi auch. So, und ein bisschen Erdbeeren. Jawohl. Als letztes noch Käse. Oh, 0 Tage. Oh wei, oh wei. Mozzarella braucht man natürlich auch viel. Also Tomaten und Mozzarella, das ist richtig übel vom Verbrauch her. Richtig krass. So, Gorgonzola hatten wir auch nichts mehr. Parmesan geht, das ist eigentlich moderat. So, das sollte mal reichen. 20.000 Mark haben wir noch. Und dann würde ich sagen, dann holen wir gleich noch ein paar Tische. Ich setze die Tagesstartzeit nochmal auf 0 Uhr, dass wir genügend Zeit haben, dann entsprechend den Laden Nummer 2 einzurichten. So. Oh, bitte, bitte. 28.000, sehr schön. Pizzeria Nummer 1. 1.024 Bestellungen, 9.000 Umsatz. 900 Bestellungen bei Pizzeria Nummer 2. 100% Lieferfähigkeit, wunderbar. Nachfragewert 8.000, das ist sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt so bleibt. Und dass wir bei beiden Pizzerien dann 100% Lieferfähigkeit haben. Das wäre toll. So. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier durch die mehreren Tische, die wir jetzt hier noch kaufen, da so ein bisschen in Lieferschwierigkeiten wieder kommen. Weil die Nachfrage einfach höher geht. Aber wir gucken mal. So, ich hole mal 5 Tische. Ich hoffe, dass alles hinpasst. So. Wohin? Ich würde sagen, hier unten erstmal einen hin. Dann stellen wir hier noch einen hin. Da. So. Ich hoffe, dass es passt. Müssen wir gleich noch ein bisschen rumrücken. So, hier und dort. Da. Na. Erstmal abstellen, danach rumrücken. So. Der steht ganz gut. Der steht nicht so gut, der Tisch. Da müssen wir ein bisschen umstellen. So. So ist eigentlich ganz gut. Schwupp. Dann stellen wir vielleicht den Tisch hier ganz an die Ecke, sodass man noch dran vorbeikommt. So vielleicht. Hier der steht nicht ganz gerade dran, der Stuhl. Und dann hier in die Ecke auch nochmal einen Tisch.
Oder hier in die Ecke vielleicht. Ach komm. Die stellen wir da hin. So, dann hätten wir, wie viele Tische? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Tische genau. Ich gucke mal, ob ich noch was kaufen kann. Extras. So, da eine Dekoration. Springbrunnen, 9000. Kerzen. Komm, wir holen mal ein paar Kerzen. Und einen Springbrunnen. Springbrunnen hier mal in die Mitte. Und dann setzen wir dann die Kerzen hier auf die Tische. So. Wunderbar. Sieht doch ganz kuschelig aus. Maximale Anzahl an Gegenständen. Ja gut, okay. Also. Na, habe ich immer noch eine Kerze in der Hand? Ich weiß es nicht. So. Ja, mehr Gegenstände kriegen wir nicht rein. Dann, ja, müssen wir es so lassen. Jedenfalls haben wir das ein bisschen dekoriert. Ist auch schön. So. Dann gucken wir mal Kapazitäten bei Pizza Nummer 2. Wie sieht's aus? So ein bisschen Köche brauchen wir noch, ein bisschen Kellner. Und ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Das wäre cool, wenn wir jetzt auch so um die 10.000 Umsatz machen würden. So, ich glaube, wir gucken nochmal nach einem fünften Koch. Kalle Knallerbse, naja, es geht so. Lars Langfinger, Marianne Müßig. So. Ich glaube, einen dritten Laden, das können wir nicht mehr machen, weil das werden nur noch Stümper, die hier rumlaufen. So, Norbert Noppe, den würde ich gerne als Auszubildenden einstellen. Norbert Noppe. Intelligenz, Zuverlässigkeit geht so. Pizza am Tag, servieren, Management, Erfahrung. Ich guck nochmal. Vielleicht können wir uns erstmal. Hier, ach super. Ruth Rutz, wunderschön. Also nicht vom Bild her, aber von den Werten her. Hallo, mein Neffe, ist das ein Zufall? Hätte nicht gedacht, dass wir uns auf diese Weise wiedersehen. Nicht wahr? Für ein wenig Taschengeld schustert dir dein Tantchen deine Pizzen zusammen. Ja, ach, Tantchen Ruth, hallo. Ja, Mensch, dann willkommen an Bord, natürlich. Vetternwirtschaft. So, dann haben wir 1200 Kapazität. Wunderbar. Dann brauchen wir nur noch einen Kellner. Und hoffentlich finden wir da einen. Mein Gott. Die Kosten. Ich sehe es schon. Lydia Locke. Schlecht motiviert. Toni Torschall. Oh wei, wei, wei. Ich sehe es schon. Ach, haben wir vielleicht noch eine Tante oder eine Nichte, die hier irgendwo noch einzustellen ist. Dann bitte immer her damit. So, Bertram Bertel, nee. Der kleine Junge. Ah. So, Günther Gutzeit. Ist zu schlecht hier mit 86 Pizzen. Kann ich mir nicht leisten. Motivieren können wir den auch nicht mehr. Der ist super motiviert. Ja, ich glaube, das war's. Scheibenkleister. Ja, da müssen wir irgendeinen müssen wir nehmen. So, Kellner. Lydia Locke. Ich nehme jetzt den mit den besten Werten. Komm. Bringt da nichts. So, Paul Puffer ist in der engeren Wahl. Er hat 140 Pizzen am Tag. Und Christian Kralle ist aber mega unzuverlässig. 220. Oh Mann. Jonas hat nach Hause 100. Astrid Ast, 50 Pizzen. Oh wei, nee. Ja. Gute Frage. Ich würde sagen, damit es so ein bisschen erträglich ist,
Ich nehme jetzt hier Paul Puffer. Der ist wenigstens etwas zuverlässiger. Bewerbung schreiben. Oh, guten Tag. Ich habe vor kurzem meinen Zivildienst beendet. Ich war Urinkellner im Krankenhaus. Habe also schon fundiertes Wissen im Kellnerberuf. Ja, okay. Dann willkommen an Bord, Urinkellner. Das soll wahrscheinlich Uri Geller sein. Urinkellner. Na gut, okay. So. Dann hätten wir das. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt ausgeht. Die nächsten Tage. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich bin ja gespannt. Da müssen wir den Tag besser mal beenden. Na? 28.000. Okay. Pizzeria Nummer 1. 1.028 Bestellungen. Nachfragewert 9.000. Nummer 2, 883, 100% wenigstens, 7.800. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen durchbeißen müssen. Und die Nachfrage sinkt ein wenig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde sagen, vielleicht nochmal Werbung schalten. Kann es nicht sein. Herzlichen Glückwunsch! Eine Ihrer Pizzen hat den ersten Platz in den Verkaufscharts erklommen. Ja, geil! Das ist ja cool. Wir sind in den Verkaufscharts! Juhu! Wie cool! Ja, dann gucken wir uns das mal an. So, die Trendy ist auf Platz Nummer 1. Dann die Smiley auf Platz Nummer 3 und die Schinkenpizza auf Platz Nummer 4. Schaut euch das mal an. Wir nehmen jetzt hier 6 Plätze ein von 10, also 60%. Das ist ja richtig geil. So, der letzte Schrei. Schinken, 68 und Kaviar. Speck, ja hier, das ist richtig cool. Vielleicht sollten wir nochmal eine neue Pizza kreieren. Okay, super. Ach, klasse. In den Charts.